Und damit begrüße ich euch zurück zu meinem absoluten Lieblingsspiel, dem RTL Biathlon. Wir sind bei der Weltmeisterschaft gelandet und ich habe mir natürlich ein bisschen Verstärkung mit ins Boot geholt. Der gute Uno ist mit am Start. Einen schönen guten Tag an euch. Und er ist natürlich der Fachmann für Biathlon. Er kennt jeden einzelnen Läufer mit Geburtsjahr, mit Gewicht, mit Größe in der Hose. Er weiß und Lieblingsessen. Alles. Ganz genau. Alle Details. Wir sind, wie gesagt, in Pyeongchang, der Olympiastrecke. Ich hoffe mal, das Video wird nicht gesperrt wie Vancouver. Fällt mir jetzt natürlich ein, super. Rückwirkend. Dann stimmt, nächstes Jahr irgendwann. Wird später dann gesperrt. Karl Braun hält den Rekord. Das klingt auf jeden Fall nach AfD-Wähler. So, Schießtraining. Da kannst du jetzt auch gerne noch reinquatschen. Also wir haben eben schon ausgemacht, beim Schießen wird die Klappe gehalten. Aber wie gesagt, der Chris, wir haben beide ein bisschen Probleme. Wir können die Weltmeisterschaft nicht wirklich verfolgen, weil es natürlich immer Mittagsrennen sind. Aber wir versuchen natürlich ein bisschen drauf einzugehen. So, erreichen Sie 20 ja. Punkte beim anfänglichen Zeitlimit von 30 Sekunden. So. Schieß los. Ja, ich schieß mal los. Oje. Oh Gott, es dauert immer so ewig hier, so ätzend. Hallo, schieß. Ach, fuck. Na, jetzt darfst du gerne quatschen. Das ist jetzt eh hier easy. Ja, ich guck mir das gerade an, wie du das hier so machst. Hol immer nur Sekunden. Ich hoffe, im Rennen verstehe ich dich dann besser, weil es ist gerade ziemlich abgehakt. Okay, ich rede ja gar nicht. Das ist das Publikum. Ja, auch wenn du redest. Dann rede ich einfach nicht mehr. Du machst einfach alles. Das heißt, ich kommentiere das jetzt so als Außenstehender, also... Ja, die Scheibe fällt, also das sieht gut aus. Ja, super. Was ist denn du für ein Kombat? Das ist diese ganz schlimme Disziplin, wo man 5 Stunden spielt. Ja. Das macht gerade tierisch Spaß. Ist das eigentlich immer Schießstand 10? Das ist mir aufgefallen im Training. Ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich bin immer froh, wenn ich da wieder weg bin, aber wir möchten... darauf hinweisen, dass ich 100 Punkte geholt habe und du hast nicht einmal Way gemacht. Ah doch. Toll, du bist ein Woo-Girl von How I Met Your Mother. Das kommt total von Herzen. Ja, das aufrichtig. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Da bei dir ist jetzt alles aufrichtig gerade. So, Tim Melzer am Start. Was Sprint wahrscheinlich. Würde sich anbieten zum Auftakt. Ja, perfekter Start natürlich. Natürlich. Ich bin nichts anderes gewesen. Wie bei der Formel 1 immer. Problem ist immer nach dem Start, wie bei der Formel 1. Oh nein, wir laufen am Schießstand vorbei, bedeutet die Runde wird relativ lang. So, verstehst du mich besser oder ist immer noch abgehakt? Ah, es geht ein bisschen besser jetzt. Also das Bild ist ein bisschen ruckelig, aber das ist alles erstmal experimentell und wir kriegen das schon noch irgendwann hin, dass das mal besser übertragen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht an der Leitung liegen könnte, an dieser voluminösen, an meiner 6000er. Meine Holzleitung. Ja, richtig, das Bambusrohr. Ja, natürlich. Meine Fleischleitung. So, komm. Scheiße, da vorne geht's erst bergab. Das war ein bisschen viel. Kraft niedrig schon, der arme Stefan. Tja, naja, er ist ja momentan gut. Ich glaube, er hat doch in Pyeongchang sogar gewonnen jetzt, Stefan Kraft, oder? Das Skispringen. Vor Wellinger. Ja, ich glaube, hat er beide Durchgänge gewonnen? Also beide Springen, oder? Ich weiß es gar nicht, ich habe nur eins mitbekommen. Wieso habe ich dann 15, 17 Sekunden Rückstand? Was geht denn hier ab? Die sprinten da immer los. Das ist nicht mehr feierlich. Einen Bergspezialist machen wir noch nicht. Nee, das sollte man noch ein bisschen warten. Also 17 Sekunden, das ist wirklich... Der Start ist wohl auch jetzt für Belgien. Das ist auf jeden Fall stattlich, Mann. Du bist hier mein Trainer, du musst mich von der Seite anschreien, wie dieser Idiot immer. Hey, ach ja. Nein, 7 Sekunden nach hinten, oben rechts geschossen, unten links. Nur 21 Sekunden nach vorne. Ganz genau, so muss das sein. Das motiviert mich, ansonsten weiß ich das auch nicht. Sonst in die Hocke gehen in der Abfahrt! Nein! Fuck! Bin ich da dagegen gelaufen.
Ah, ich sehe schon. Fuck! Der ist auch gut. Also, ich weiß gar nicht, startet. Was? Also, Jakob Fuck ist ja ein. Der heißt wirklich so. Ist ja, ja ein slowenischer Biathlet. Früher mal für Kroatien gestartet. Also, gebürtiger Kroate. Und ich glaube, der war auch mal Weltmeister oder zumindest Medaillengewinner. Ich fand den auf jeden Fall immer sehr sympathisch. Der durfte fluchen. So, jetzt kommt das Liegenschießen. Der Schießstand ist natürlich, sieht natürlich so aus wie immer bei dir, also leer. Ja, das ist auch nicht Massenstart. Da und jetzt bleibt die höchste Konzentration beim Schießen. Achso. Yes, er war aber ein bisschen langsam geschossen. Ja, das war perfekt. Ja, trotzdem eine halbe Minute Rückstand. Ich sag 30 Sekunden. Man sieht's gar nicht. Ist schon so groß, dass der Rückstand gar nicht mehr eingeblendet wird. Aber da sind sie doch alle vor dir. Ja, es ist aber auch nicht Massenstart. Das ist ja Sprint. Hä? Was ist das für ein toller Bergspezialist? Na klasse, jetzt bricht er natürlich komplett ein. Muss ich den Kraftspezialisten gleich mitmachen. Oh, das war suboptimal. Was macht er da nur auf der Strecke? Er sollte doch bei seinen Kochtöpfen bleiben. Jetzt habe ich hier die mündlichen Kommentare. Ja, das wird doch nichts. Das wird doch nichts. Ja, auch mein nächstes Olympia. Ich bin echt mal gespannt. Das wäre natürlich auch richtig toll, wenn man hier einen Editor hätte. Da könnte man die ganzen Abonnenten als Computergegner einstellen. Ja, es gibt, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit. Du musst aber irgendwie den, keine Ahnung, den Programmcode oder sowas umschreiben. Also du musst quasi das komplette Spiel umschreiben. Es gibt nicht sowas wie einen Editor. Das ist bei den RTL-Spielen halt ärgerlich. Schwierig. Beim Skispringen geht das ja, glaube ich, ne? Da konntest du, wenn du Zeit hattest, alle Namen umändern. Ah, okay. Ich wollte da sowieso. Ja, das hatte ich irgendwann mal gemacht, damit man nicht immer Martin Höllwart und Stefan Horngacher verwechselt. Ja. Was mir nie passieren würde. So, ab in die Abfahrt. Jetzt machen wir den Neureuter, der super bestimmt in der Abfahrt unterwegs ist als Slalomfahrer. So. Ich roll mal aus. So, wie sieht's aus mit den Abständen? Ja, das finde ich auch hier so ein bisschen schade, dass man so wenig über die Abstände erfährt. Dass man irgendwie mal sieht, wo man ist. Ich meine, wir sind auf dem 13. Ja. Platz, das ist relativ klar. Ich sprinte nochmal. Ja, aus dem Spiel hätte man da wirklich noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich finde auch ein bisschen, ich weiß nicht, es gab irgendeinen Biathlon-Teil in älteren, da fährt man richtig lange, also das ist richtig lange Rennen. Und ich glaube, da schießt man sogar original auch bis zu viermal. Okay, das wäre relativ cool, wenn das mal passieren würde. Wenn es nochmal ein Spiel gäbe. Oh, das war knapp. Da hatte ich schon längst gedrückt. Ich habe einen WhatsApp bekommen. Oh, Schalke hat angefangen. Ich nehme das hier auf, während Schalke spielt. Welche Opfer ich hier bringe. Ich verpasse ein fantastisches Fußballspiel des FC Schalke 04. Die immer Fußballfeste sind. Was sagst du denn zu Dortmund? Bist du noch da? Ja, ich, wie gesagt, ich versuche das zu entziffern, diese kryptischen Aussagen von dir. Also, okay. Ich habe dich hochkonzentriert. Ich habe dich nach den Zecken gefragt, nach Dortmund. Nach den Zecken? Ja. Naja, da läuft es ja aktuell richtig toll. Also, es macht richtig Spaß, als Dortmund-Fan Akt Fußball zu gucken. Also, ich meine, vielleicht ist es auch ein bisschen Karma. Ich meine, das, was gegen Leipzig passiert ist, für mich ist das schwierig. Also, ich kann zwar mit RB nicht so viel anfangen, aber dadurch, dass es hier in der Stadt passiert, bin ich da auch nicht total so, boah, diese blöde Kommerz-Scheiße oder irgendwie sowas finde ich Blödsinn. Also, heutzutage wird eher alles von Geld bestimmt. Und, naja, ist man schon ein bisschen, vielleicht denkt man drüber nach, dass es vielleicht doch irgendwas mit Karma zu tun hat, obwohl ich eigentlich nicht an sowas glaube, aber es ist aktuell auch schwierig, als Dortmund-Fan auf Arbeit zu gehen, also... Ich hatte das Gefühl, der Aubameyang hat den Elfer mit Absicht verschossen.
nicht nur den Elfer, auch die anderen beiden hundertprozentigen, die er normalerweise locker reinmacht. Also ich weiß nicht, was an dem Tag mit dem los war. Ich glaube, er wollte seinen Marktwert ein bisschen runterdrücken. Es sah auf jeden Fall definitiv danach aus. Oh, nur 26 Sekunden Rückstand. Das wird für die Verfolgung aber ganz toll werden. Ach, das wird bestimmt spannend bei der Verfolgung. Ja, super. Wir starten von Platz 13. Achso, stimmt, wir müssen hier. Das wäre für dich jetzt zum Beispiel toller, wenn das wirklich das Spiel ein bisschen realer wäre und man dann wirklich viermal schießen könnte. Eben, ja, das wäre definitiv besser. Dann würden die Gegner nämlich mindestens 10 Fehler machen. So, mal schauen. Die Schlussrunde war relativ gut. Dann schauen wir mal. 7:36. Tim Melzer sieht zufrieden aus. Ah, da macht er die Brücke, die Yoga-Stellung des Todes. Er fällt fast nach hinten über. Oje, 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 alter Vater. 12. Rösch geschlagen, yes. Oh, das ist sehr gut. Vor Belgien. Vor Belgien. Und jetzt kannst du hier nochmal alle Namen runterrattern. Du kennst doch alle. Takahashi ist. Ja, also wer hat gewonnen? Es hat. Ja, gut, das ist der einzige. Gibt's einen japanischen Biathlet? Ja, irgendein, der heute, habe ich den auch gesehen, irgendwie 55. geworden ist. Auf jeden Fall, zweiter ist dann Julian Eberhardt vor Anton Schipulin, Scott Dixon, ganz überraschend auf dem 4. Platz. Dann kommt der große Martin Fourcade, vielleicht doch zu viel Cordon Bleu gegessen, deswegen nur 5. Danach Thomas Tikora, der wieder aus der Rente zurückgekommen ist vor dem ewigen Ola einer Björnalen. Dann kommt ein Holländer, der noch überhaupt in Erscheinung getreten wird, ist. Und da bin ich. Kannst du dazu was sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin 9., das reicht mir. Ich würde sagen, Karl Braun, Otto Weiß, das sind einfach Namen, die waren damals auch noch in der Partei, glaube ich. Die sind aber schon vor 33 eingetreten. Ich finde auch Renate Hirschel und Fritz König passen da auch vollkommen rein. Ja, Hirschel klingt auf jeden Fall, als wäre die halbe Familie im Keller. So, wir nehmen mal weiter. Verfolgung der Männer, das wird natürlich jetzt ein Riesenspaß. Ich finde das, deine Einschätzung zu meiner Leistung eben gerade. Grandios, also es war wirklich absolut ein Traum, eine ehrliche Einschätzung zu sehen. Aber ja, gut. Was soll ich sagen? Ich hatte meinen Spaß, mehr brauche ich jetzt nicht dazu sagen. So. Ach, der erste Schuss ist immer so ätzend. Das sagte der Tonabhängige. Huch, der war gar nicht drin. Alter, oh, das wird nichts mehr. Oh, das ist genau. Oh, alter Schwede. Fehler, oh Gott. 8 Trainingspunkte, das ist ja. Das ist Wahnsinn, also, oh, ist das Rekord, oder? Ich kann voller Stolz sagen, das ist mir noch nie passiert. So. Das nehme ich als Kompliment. Ja, danke schön. So früh bin ich noch nie fertig gewesen. So, Achtung, Michael Rösch wird gleich an uns vorbeischießen. Achtung. Ja, wo ist er? Okay, ich weiß nicht, wie groß sein Rückstand war. So, diesmal kann ich vielleicht. Das waren 6 Sekunden, also. Ja, der macht ja immer 3-4 Sekunden am Start gut. Wir werden hier wahrscheinlich nicht mehr viel gut machen. Eben die 0 geschossen, man sieht ja vorne ja schon. Richtig! Drecksack, ey. Ja, schau dir das doch mal an, das ist doch nicht normal. Ein paar er hat eindeutig die stärkeren Beine heute. Ja, ja, am Arsch. Guck dir doch noch mal an, das ist doch schon durchgewetzt hinten bei ihm, der Anzug. Wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr weggucken. Das sag ich dir jetzt schon. Meinst du jetzt in dem Spiel oder in der Realität bei Michael Rösch? Selbst wenn es in der Realität so wäre, wäre es nicht verwerflich. So, wie hast du denn geplant? Wann setzt du denn die Kräfte ein? Spontan. Ganz spontan. Ganz spontan. Auf jeden Fall nie in der ersten Runde. Also wenn wir das nächste Mal hinkriegen könnten, dass wir das ein bisschen flüssiger, dass ich das ein bisschen flüssiger sehe, weil ich sehe es aktuell so ein bisschen wie so eine kleine Dia-Show. Okay. Ich sehe zwar jetzt, dass du wie viel sind das? 13 Sekunden Rückstand? Ich hab's nicht richtig gesehen. Ich achte da gar nicht mehr drauf. Das ist auf jeden Fall in einem hochprozentigen Bereich. So, ich habe gerade den Sprint-Spezialisten auf jeden Fall gemacht. So, jetzt höre ich dein Mikrofon wieder rauschen. Ja, wie gesagt, wenn das nächste Mal ein bisschen flüssiger geht, dann könnte ich dann vielleicht ein bisschen die Strecke studieren. Dann können wir uns mal eine Renntaktik überlegen. Renntaktik? Also bitte, auf dem Kanal gibt es nicht sowas wie Taktik.
wenn wir bald mit dem Motorsportmanager anfangen, da gibt's nichts mit Taktik. Da fährst du einfach immer mit den gleichen Reifen raus. Ja, die haben noch 3%, das geht schon noch. Wenn's Heck brennt, wie hörst du halt uff? Ganz einfach. Machst du das Hacking-Style. Hat er durchgezogen. Schießen, ja. Bislang, ich habe aber schon lange keinen Fehler mehr geschossen, glaube ich. Ich hatte das letzte Mal die Folge gesehen, wo du 2 hattest. Das hattest du, glaube ich, auch noch nie. Ja, genau. Das war, glaube ich, die vorletzte jetzt sogar schon. So, konzentriert. Okay, die vorletzte. Wir schauen ihm zu beim Schießen. Läuft. Das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Da lässt der Tim nichts anbrennen. So. Hier müsst ihr jetzt. Hier kommt ja nicht mal mehr eine Zeitmessung. Also nee, gibt es hier maximal. Also normalerweise ist das ja total bescheuert, die Zeitmessung vor der Strafrunde zu platzieren. Und dann hast du ja manche Strecken noch, da steht zwar dieses Zeitmesspoller steht zwar da, aber es wird keine Zeit angezeigt. Ja, ist selten blöd. Also vor allem, wie du es richtig gesagt hast, die Zeitmessung halt... Ach, jetzt bricht er hier wieder ein! Lauf, du Luder! Die Zeitmessung halt wirklich vor der Strafrunde zu machen, so blöd. Fällt einem gar nichts mehr zu ein. Ja, ja, der läuft jetzt einfach mal wieder weg, ne? Aber da kannst du ihn wieder auf den Hintern schauen. So, geht das noch? Geht da noch was nach vorne? Nee, da geht gar nichts mehr, da geht gar nichts mehr. Aber gut, wenn wir jetzt nochmal 0 schießen, haben wir natürlich eine Chance. Naja, der Abstand bleibt gleich. Also irgendwie, es ist komisch. Also da fragt man sich wirklich, also der Sprint, der verhagelt einem eigentlich immer die kompletten anderen, also die Verfolgung komplett. Also ich weiß nicht, wo die am Anfang immer 20, 30 Sekunden hernehmen. Weil hier, man sieht, in der Verfolgung verlierst du viel, viel weniger. Ja, es ist definitiv so. Ist also wie gesagt sehr merkwürdig. Und manchmal ist es halt auch blöd, dass man es nicht so 100% nachvollziehen kann, wo man jetzt die Zeit hat. Da vorne läuft jetzt gerade ultra weg, natürlich, der sprintet hier dann in die Abfahrt rein. Wir haben jetzt hier 17 Sekunden verloren, was gar nicht mal so schlimm ist. Blöd ist auch, in der Abfahrt sind die irgendwie auch immer schneller als man selbst. Ja. Da wird so reingedrückt, richtig. Das mag ich ja. Jetzt stehen schießen müsste eigentlich die Null wieder klappen. Jetzt gilt's, richtig, stehend Anschlag. Stehend Anschlag. Ja, ist der stehend Anschlag. Klingt auf jeden Fall pornös. In heutigen Zeiten muss man das ein bisschen mit Bedacht sagen. Ja, ich meinte das jetzt eher sexy, aber du musst natürlich gleich wieder Terrorkiste aufmachen. So, stimmt, wir haben ja noch den einen Spezialist. Was? Ja, in einen Spezialisten. Sex ist Terror. So, jetzt hier. Jetzt will ich hier Maschinengewehr sehen. Sieht doch gut aus. Boah, hier. Ast rein. So. Das war wie Michael Rösch in besten Zeiten. Ja, früher. Das war noch was. Wir haben jetzt wer auch ein ziemlicher Schnellschütze ist, ist ja, wie heißt er mit Vornamen? Der Herr Eder. Meister Eder, der mit dem Pumuckl. Ach genau, natürlich. Gustl Beierhammer. Den habe ich gemeint, natürlich. Ja, bitteschön, bitteschön. Ich helfe immer gern mit meinem sportlichen Fachwissen. So, jetzt brauche ich hier mal den Kraftspezialisten rein. Der ist auf jeden Fall. Ich weiß, wen du meinst, ich komme mal gerade auch nicht auf den Vornamen. Simon Eder, nicht Gustl Beierhammer. War aber dicht dran. So, wir sind 12. Wir haben einen Platz nach vorne gewonnen. Aber es wird wahrscheinlich. Sieht doch gut. Er ist aber direkt hinter uns. Was geht noch in der letzten Runde? Du wirst verfolgt. Ja, vor allem, ich habe nur 9 Sekunden jetzt in dem Rennen verloren auf die Spitze. Mal schauen, ob wir dann wirklich als 12. gewertet werden oder ob das Spiel uns da wieder ein bisschen weiter nach vorne katapultiert. Das ist genauso ein Blödsinn. Richtig, also irgendwie wählt er das dann doch irgendwie als Zeitrennen. Also das ist irgendwie, das Spiel hat viele Marken. Oh, da geht er vorbei. Ja, danke schön. Ich muss dich in den Windschatten hängen. Doch, ich muss darauf hinweisen. Ja, ja. So,
könnte jetzt bis in den Tod, bis die Kraft weg ist. Ja, du hast diese 12 Sekunden eigentlich schon seit der ersten Zeitmessung. Ja, eben. Oje, jetzt glaube ich, das war zu viel. Nach vorne geht jetzt, muss man jetzt echt mal gucken, weil das ist schon total blödsinnig, schon oben diese Checkpoint-Zeit, die zeigt nur den Abstand zu der Bestzeit in diesem Rennen, also zu der, ja, zu, genau, den zeitlichen Abstand zu der besten Zeit an diesem Punkt und nicht den reellen Abstand, den man normalerweise in der Verfolgung hat. Eben, das ist echt blöd gemacht. So, mal schauen, wir werden wahrscheinlich 13. geblieben sein. Der Melzer lässt die Schultern hängen, ach Mensch, ey. So. Ne, 12. Oh, Simon Eder gewinnt. Oh, 12. Ja, immerhin. Also eigentlich 13. aber 12. sind wir gewertet worden. Sogar vom Spanier, der hat auch nur 10 Minuten gebraucht. Seitdem Johann Mühleck versucht, auch noch zu schießen, kann das nicht gut. Ja, aber guck mal, 3 Fehler, 10 Minuten 10. 10 Fehler, 10 Minuten 11. Was zur Hölle? Ich weiß auch nicht, was Dominic Windisch und Lowell Bailey dort hinten noch gemacht haben. Also, was das für Leute, ich weiß nicht, wie der Weltmeister geworden ist. Naja, okay, das war relativ wenig erfolgreich bei der Weltmeisterschaft. Liegt natürlich am Co-Kommentator, der mich einfach auch nicht richtig motiviert hat, der sein Fachwissen, der mir überhaupt keine Taktik vorgegeben hat. Ich dachte eigentlich, das würde besser werden. Ich bin ein wenig enttäuscht. Ich habe gesagt, los auf die Strecke, hau raus die Schüssel. Ja, jetzt hast du das gesagt. Vorher ist da immer nö. Das ist ja wohl das Kleine. Das war nur vor der Aufnahme im Training. Ich schiebe jegliche Verantwortung von mir und würde mich verabschieden. Ich reite jetzt alleine in den Sonnenuntergang, so wie ich das immer mache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es, glaube ich, Massenstart. Und was kommt überhaupt noch? Was gibt es noch für Wettbewerbe? Der Einzelwettkampf. Ja, aber da war ja eigentlich schon. Aber naja, gut, mal schauen. Nee, das war ja der Sprint, oder? Ja klar, aber es gibt hier ja keinen 20 Kilometer Laufen oder sowas. Kommt nee, da? Aber das der Einzelwettkampf ist doch hier mit Strafsekunden, richtig? Ach, stimmt. Ah, genau. Okay, das ist dann nur das. Okay. Du kennst dich besser aus als ich. Deswegen bist du an Bord, hast du doch noch deine Berechtigung jetzt in den finalen Zügen der Folge, hast du doch noch deine Daseinsberechtigung erfüllt. Ich verabschiede mich. Oh, ich freue mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann beim RTL Biathlon. Tschüss.